Donizettis Oper Don Pasquale vor einem Spar-Supermarkt in Aschbach, Niederösterreich. Ein tolles Angebot, aber warum gerade vor einem Supermarkt? Also einerseits ist es bei uns sehr stückbezogen, weil die Hauptfigur bei dem Stück Don Pasquale ist eben der Don Pasquale, der ein reicher Mann ist, und wir wollten das eben so übersetzen, dass der bei uns Leiter der Sparfiliale ist, der Supermarktfiliale. Und andererseits ist ja so ein Supermarkt auch immer ein Treffpunkt für allerlei verschiedene Menschen, und das bietet sich für eine Oper immer gut an. Denn die Liebe gibt uns Kraft und gibt uns Stärke. Lasst uns kühn die Bogen spannen und der Pfeile reiz ein Ziel. Ungewöhnliche Location bietet dem Publikum die Möglichkeit, auch neue Perspektiven in der Oper zu erkennen. Haben Sie da auch im Hintergrund den Gedanken, dass Sie ein neues Publikum erreichen? Auf jeden Fall. Also wir proben ja immer auch auf dem Schauplatz, eben dieses Mal am Supermarkt, letztes Jahr im Freibad zum Beispiel. Und wir konfrontieren damit ja auch die Supermarktkunden oder die Freibadgäste mit unseren Proben. Und das ist immer ganz interessant zu sehen, dass die dann auch zuschauen bei den Proben und merken, dass Oper eigentlich eh auch für sie etwas ist, was sie sich vielleicht vorher nicht gedacht haben. Weil sie finden es dann lustig und sie kommen öfters dann und schauen zu und man merkt, dass das gut ankommt. Und nun scheint die Herrin, ein jeder ihre Wünsche und Befehle hat sofort die Reise im Haus. Die Leistungen des Ensembles begeisterten nicht nur Opernfaszinados, sondern auch neue Gäste, die Donizetti noch nie gehört haben. Venus vermutet, ich sehe schon da. Und so länger du die ganze Sache in deinem Verstand mit Zeit, ich bin so von dir. Dabei merkt er nicht, dass alles eigentlich ist. Sie deiner Trottel, ist sie deiner Trottel, ist sie eine Schlinge, ist sie seiner Fang, ist sie eine Schlinge, ist sie seiner Fang. Die Befürchtung auf dein Platz, die Befürchtung auf dein. Hüte dich schon, hat ihm nichts helfen, so ist die Falle, hier sitzt Harry. Venus vermutet, ist sie schon da. Venus vermutet, ist sie schon da. Wie haben eigentlich die Aschbacher und die Kunden des Supermarkts reagiert? Ein bisschen gemischt, sehr neugierig, was wir machen. Aber ich glaube, jetzt sind schon, also rundherum sowieso schon erfreut über die Musik am Abend. So super passt dabei, aber natürlich immer gemischt. Marktplatz natürlich ist ein bisschen ein Problem. Ich und Traum. Und schweigen alle Klagen, das schwör ich dir täglich aufs Neue. Großer anerkennender Applaus für eine amüsante und mit der Leichtigkeit des Seins inszenierte Sparoper.